Ich auch. Also das haben wir auch noch nicht so oft gehabt. Dreimal ein gelber Helm im Parc Fermé. So, wir gucken gespannt auf die Reifen und es scheint Wirklichkeit zu sein. Wir sind im Trockenen unterwegs. Willkommen hier zum Renntag in Belgien. Spa-Francorchamps erwartet uns, WM-Lauf 11. Und ja, nach einer kleinen Pause, die wir ja hatten, war es nicht leicht hier reinzukommen. Das Qualifying, das lief für mich jetzt letztendlich natürlich noch besser als für den Mann, den ich jetzt begrüße. Hallo Barney. Ja, liebe Leute, auch von meiner Seite natürlich herzlich willkommen hier zum Rennen in Spa. Ja, da waren wir jetzt angesprochen, also Qualifying lief bei mir eigentlich überhaupt nicht. Position 12 war es am Ende nur, bin wirklich nicht so richtig zurechtgekommen, wusste noch nicht so ganz, ey, wie soll ich die Kurve anfahren, wo ist da der Bremspunkt, aber ich hoffe mal, dass sich das jetzt im Laufe des Rennens von Runde zu Runde letztendlich bessert und ja, dass ich am Ende vielleicht noch das ein oder andere Pünktchen mitnehmen kann. Also das muss auf jeden Fall sein. Mal gucken, wie weit es dann vielleicht auch eventuell schon am Start jetzt dann gleich nach vorne geht. Ich bin sehr gespannt, mal gucken. Und jo, wir widmen uns natürlich jetzt am Anfang wieder der Rennstrategie. So sieht es aus. Und jetzt können wir endlich ein bisschen auch mit dem Benzin gamblen. Das war ja bis vor kurzem noch nicht gefixt worden. Da war das egal, ob du mit aggressiv losgefahren bist, mit cautious, also vorsichtig oder normal. Du hattest immer, glaube ich, bloß eine Runde Sprit. Und das ist jetzt natürlich dann wieder, Gott sei Dank, endlich wieder ein neuer Spannungsfaktor, wo man ein bisschen was machen kann. So, fängst du an, ne? Ja, ich mach mal den Start. Also ich werde auf jeden Fall mit den Harten starten. Also das mal auf jeden Fall. Werd dann Runde 9 schlägt er mir vor, werde ich reinkommen. Gehe dann auf die Weichen. Dann kann ich damit 6 Runden fahren. Beziehungsweise ich peile mal Runde 10 an und dann zweimal 6 Runden auf Weich quasi als Schlussstint. Um da dann einfach den Benzin, die fette Einstellung zu nutzen. Und deswegen fahre ich auch das Ganze auch vorsichtig heute mal. Oh. Ja, ich kann ja nicht auswählen. Also ich muss mit dem Reifen losfahren, mit dem ich da mich auf Platz 2 geschoben habe. Der schlägt mir dann vor, Runde 6 auf den Prime, auf den orange markierten, auf den härtesten. Dann 9 Runden damit fahren, Runde 15. Dann zum zweiten Stopp, das würde heißen noch 7 Runden, nochmal auf dem Medium, dem Option. Das klingt auch eigentlich ganz okay. Und ja, vom Benzin her, ich versuche das heute ganz anders, also der komplett andere Weg. Ich fahre auf aggressiv. Also versuche das Auto dann ein bisschen leichter zu machen, schon am Beginn des Rennens, dass eben die Reifen nicht so mitgenommen werden. Kann natürlich dann nicht so wie der Barney dann relativ oft auf der fetten Einstellung fahren, aber mal schauen, wie das läuft. Gut, dann haben wir das auf jeden Fall soweit und dann würde ich sagen, sehen wir uns wie immer gleich in der Startausstellung. Genau, bis gleich. So, da sind wir. Ferrari, McLaren, Mercedes und dann wieder ein Mercedes und dann glaube ich Vettel. Button auf der 8 und Barney auf der 12. Ganz viel Spaß hier in Spa. Ja, von meiner Seite natürlich auch. Ich hoffe, Kurve 1 geht an sich gut aus. Das hoffe ich auch. Schauen wir mal. Ich meine bescheidenen Starts. Ich fahre vorsichtig und habe plus 1, Alter. Ist schon doch nicht gefixt worden. Was war denn das letztens? Ich verstehe das nicht. Warum das dann da mit plus 4 stand? Ich auch nicht. So, ich habe auf jeden Fall Minimum einen Platz verloren. An Hamilton. Jetzt fahre ich hier knapp gegen die Wand, weil ich am Einstellen bin vom Benzin. So kann man sich auch ein Rennen kurz machen. Und jetzt bin ich gespannt. Mercedes-Motor gegen Ferrari. Der Hamilton greift schon an, fährt jetzt daneben. Ich bin auch wahnsinnig schnell. Hamilton führt. Also Alonso jetzt schon ganz am Anfang hier die Spitze verloren. Und bei mir ist irgendwas schief. Ja, ich bin auch schon durchaus ganz ordentlich vorgekommen. Bin auf Position 6. Ich muss jetzt hier aufpassen, dass es hier nicht wie am Anfang ist, wie in Budapest. Dass ich am Anfang des Rennens vermassel. Ich bin leicht unten angeschlagen an der Boxenwand, aber das kann ja normalerweise nicht hier der Einfluss sein. Wahrscheinlich einfach das schwere Auto. Nee, ich kann hier nicht halten momentan vorne. Also Vettel fährt jetzt erstmal vorne weg. Oh nein, und ich werde abgeschossen und verliere meinen Frontflügel.
Und ich krieg noch eine Verwarnung. Alter Schwede. Ist der komplett ab? Ja. Und nächster Unfall. Gott, da hinten geht's ja zur Sache, Mensch. Und Strafe. Alles klar. Ja gut, war absolut... Also das zweite war, nehme ich auf meine Kappe. Kamst du wieder rein auf die Strecke? Ich kam wieder rein auf die Strecke und hab vergessen, nach hinten zu gucken. Da ist mir einer voll Gas rein. Das war mein Fehler. Erstes, naja, bin ich halt ein bisschen weit rausgekommen. War mit einem Reifen, glaube ich, ein bisschen im Gras, im Kies. Ja. Und dann, ja, gut, jetzt ist das Rennen natürlich gelaufen. Absolut. Tutto completi. Ich meine, es gibt nichts Schlimmeres, Ärgerlicheres, als wenn jetzt wirklich am Anfang vom Rennen schon sowas ist. Sowas Großes. Also wenn jetzt, sagen wir mal, einfach nur in Anführungszeichen der Frontflügel weg wäre, könntest du halt die Strategie umschmeißen, wie ich das auch in Ungarn gemacht habe. Nur halt dann noch mit einer Strafe dabei. Oh, und ich stell die Reifen nicht ein, jetzt tut mir der Weich drauf. Ach komm, jetzt ist alles im Arsch. Oh Mann. Ich wollte eigentlich doch nochmal auf Hard fahren. Oh, Kacke, ey. Dann kommt aber echt dann alles zusammen. So, Sutil war das auf jeden Fall, den ich abgeschossen habe. Ich glaube, der ist auch raus. Der ist ausgeschieden, der Sutil. Und wer war das am Anfang, als du abgeschossen wurdest? Ja, ich will es nicht abgeschossen. Ich glaube, war ein Rennunfall. Rosberg. Ja, da warst du schon echt weit vorne. Ich war 2 Positionen hinter dir. Ich bin jetzt immer noch auf 4. Den Kimi hinter mir. Ja, Rosberg ist auf der 20. Der ist scheinbar auch komplett abgeflogen. Also ich kann die überhaupt nicht halten da vorne. Ich habe dann eher mit dem Lotus Probleme hinter mir. Oh, ja, da kommt man nicht vorbei. Bin gespannt, wann sich das einpendelt, ob das sich hier einpendelt. Vorne sind die Jungs. So, 4,3 Sekunden. Alonso, 50,6. So, gerade mal fürs Protokoll das mal erwähnen. Das sind 2,6 Sekunden schneller als ich gerade. So, und jetzt hat der natürlich DRS hinter mir. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie das Jahr letztes Mal war, als wir hier waren, das Rennen. Ich weiß auch nicht mehr, keine Ahnung, aber es war auf jeden Fall für mich besser, als es jetzt ist. So, Auto ist schwer nervös. Also das liegt anscheinend nicht, wie ich das Setup eingestellt habe mit schwerem Auto. Da muss man durch. Was ich ja gar nicht mag, sind Autos, die schieben über die Vorderräder. Und das macht er gerade. Gleichzeitig aber auch die Nervosität am Hintern. Das ist eine gefährliche Mischung. Absolut. In welchem Streckenabteil seid ihr? Wir fahren jetzt hier in Richtung 2. Sektorende. Alter Schwede, ich fahre gerade die Urush rauf. Himmel, Arsch und Zwirn. Also ungefähr. Nee, also der ist auch sowas von viel schneller als ich. Sieht denn aus wie ein Reifen? Ja, merkt schon. Und ich fahre hier wie ein Vollidiot rum. Fahr ins Kies, fahr ins Kies, fahr ins Kies. Also sowas Verkorkstes habe ich ja noch nie erlebt. Da steht der Grund drin, aber sowas von. Ja, aber ja schon seit mehreren Rennen kriege ich nichts mehr auf die Kette. Das stimmt. Also was ich mich noch daran erinnern kann, ist das Rennen in Kanada, wo du den Sieg ja leider Gottes da ein paar Meter vor Schluss verloren hast. Ja, und seitdem läuft es. Seitdem, ja. So, ich muss mal überlegen, vielleicht ein bisschen was strategisch anpassen. Und mir fehlt auch so ein bisschen jetzt das Vertrauen in diese Karre.
verbremse ich mich hier unten, weil die Räder dreckig sind. Und ich will nie meckern, es ist halt Gott sei Dank immer noch Platz 5. Aber ich komme halt gar nicht mit vorne. Aber sowas von gar nicht mit. Jetzt wird es wärmer, jetzt kommt nämlich die Sonne raus, wie ihr sehen könnt. Also ich fahre jetzt einfach hier meine Runden zu Ende und mehr ist nicht mehr drin. Katastrophe. So. Ich denke, dann fahre ich jetzt rein Runde 4. Dann haben wir noch 18. Vielleicht hilft mir das ein bisschen. Müssen wir mal abwarten, wann die denn dann alle reinfahren. Und das meinte ich, Boxeneinfahrt. Das ist wirklich nicht gerade die schönste im Kalender. Ja, harte Reifen. Ich hoffe, es läuft damit besser jetzt. Ich habe das Gefühl, das war in Ungarn auch schon so, dass ich mich am Anfang mit schwerem Auto sehr, sehr hart tue mit angefahrenen Rädern. Teilweise vielleicht das Auto überfahre. So, da die beiden Toro Rossos und Maldonado. Bitte rette mich irgendwer. Also ich kam an sich mit den Harten am Anfang sehr gut zurecht. Ja, mal schauen. So, der Williams ist auf jeden Fall nicht gerade schnell. Hier hoch. Bottas, der fährt noch auf den Weichen. Ganz komisch, dass der mit weichen Reifen unterwegs ist. So, ich bin da schon mal froh, dass ich hier nicht so viele Fehler gemacht habe wie in Budapest. Deswegen müsste ich trotzdem schnell gucken, dass ich an den Autos hier vorbeikomme. Vern und Ricardo jetzt vor mir. 11 und 12. Nee, hier vorne kann man auch nicht angreifen. Schwierig. Ja, sorry, dass ich jetzt so still bin, aber ich kann eigentlich nichts erzählen. Ich fahre hier wie im Qualifying alleine meine Runden jetzt. Ich kann sich vermutlich noch ein bisschen ziehen, bis ich mal das erste Auto wieder sehe. Pick ist 26 Sekunden vor mir. Wow. Mensch, Vern. Alter Schwede, das war auch knapp. Gottes Willen. Fahr dann Windschatten rum und glaubt dann, ich könnte hier so bremsen, wie ich es vorher gemacht habe. Nee, also ich reihe mich hier nahtlos ein in die Liste. Komm dann wieder zurück. Muss dann natürlich auch warten, aufpassen auf die Strecke zurück. Hast du auch einen Unfall gebaut, oder was? Ja, Unfall nicht unbedingt, aber war auch neben der Strecke. Ja, viel zu spät gebremst habe, Reifen blockiert. Ich bin mehr neben der Strecke als auf der Strecke, also das ist nach wie vor, ich habe die Bremspunkte nicht, gar nichts. Also ich sollte mir vielleicht mal vornehmen, in Zukunft ein Stündchen oder zwei Stündchen vor der Aufnahme ein paar Runden wenigstens zu drehen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, weil sowas da dann letztendlich den Zuschauern zu bieten, das ist, also ich würde es eine Frechheit finden. Also ich bin gerade so enttäuscht von mir, das ist so schwach einfach. Sorry an alle, die das sich bei mir anschauen. Bitte wechsel zum Baumi, da ist wenigstens spannend. Naja, das vielleicht schon. Aber ich würde auf jeden Fall auch sagen, dass die Schwächen aus Ungarn nach wie vor da sind. Also auch mit den Fehlern hier und da. Das kenne ich von mir eigentlich auch kaum. Was halt auch ärgerlich ist, du stellst die Strategie so ein bisschen um, um die Reifen nutzen zu können. Die frischen so in Richtung Undercut zu gehen. Und dann machst du so einen Blödsinn. Was natürlich auch dann nicht wirklich förderlich ist. Sonst habe ich den Vern wieder vor der Nase. Ob ich das da vorne irgendwie packe, weil hier wird's eng.
Also der ist zwar nicht gerade schnell auf der Geraden, aber ich war zu weit weg, deutlich. Ja, der fährt jetzt auch rein. Okay, hat sich das erledigt. Ich habe DRS noch bekommen von ihm. Nerv mich nicht mit deiner Bremsbalance. Gut, ich bin jetzt auf 8. Also die, die wer da vorne jetzt noch fährt. Aber das schaut so ein bisschen, nach verlorenen Plätzen aus. Ich fahre gerade auf Level Caterhammer Rusher. Ich komme nicht näher und Abstand bleibt konstant. Vollkatastrophe. So, mal gucken, ob ich jetzt hier eine einigermaßen gute Runde hinkriege. Wieder stehendes Vorderrad. Das ist natürlich hier unten auch, wo du diese Senke reinfährst. Hier eine Stelle, wo das ganz einfach sehr, sehr schnell blockiert. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fühle mich nicht so wohl mit dem Auto. Also im Qualifying war das alles besser, aber das ist auch klar. Du kannst eben kein leichtes Auto mit einem schweren vergleichen. Ja. Und da merkst du dann eben erst, ob du das Setup gut eingestellt hast. Und anscheinend habe ich das diesmal nicht gemacht. So, 8 Sekunden vor mir ist der Räikkönen. Normalerweise gemessen an der Sache, dass ich früher drin war, hätte ich das eigentlich zufahren müssen. Also das heißt, eher aufholen müssen, als zu verlieren. Da sieht man schon den Fehler, die paar Fehler, die ich gemacht habe, hat dann doch gekostet. So, da vorne. Ist das da vorne? Bin ich Fünfter. Also jetzt bin ich, glaube ich, wieder da, wo ich vorher war. Weber hinter mir, ja, dann hat es hingehauen. Zumindest keine Plätze verloren. Da waren noch nicht alle drin gewesen eben. Ja, jetzt sind es 4 Sekunden. Also vielleicht kann ich das doch nutzen. Auf Dauer des Rennens hier noch. So, Hamilton führt nach wie vor. Ist ja schon mal positiv, wenn Alonso nicht gewinnen würde. Würde er ins Vorne nicht allzu sehr abhauen. Wer ist denn erster im Moment? Hamilton, Hamilton führt. Okay. Normalerweise müsste der Alonso aber Zweiter sein. Das heißt, 18 Punkte würde der halt momentan bekommen. Ja, wenigstens ein Ferrari-Pilot. Wieder in Richtung guter Form. Der andere hat einen rabenschwarzen Tag. Also wenn es irgendwas eine Farbe geben würde, die dunkler ist als schwarz, wäre es die. Das habe ich wieder verloren nach vorne. Ich glaube, ich werde eingeholt von hinten. Im Hamilton 49,2 komme ich im Leben nicht dran. Glaube ich nicht. Nee. Ich fahre jetzt 2 Sekunden langsamer. Macht ja nichts draus, ich fahre 4 Sekunden langsamer. So, 3,2. Ja gut, Weber hinter mir, das bleibt gleich zurzeit. Also wenn das hier ein Trend ist, was die Jungs angeht, mit der Schnelligkeit her, was ist jetzt los? Das Kehr ist kaputt bei mir. Super, ich freue mich. Oh je. DRS hätte ich keine schöner gefunden, ist eh keiner vor mir. Bin gespannt, ob die das jetzt auch noch gefixt bekommen oder ob ich jetzt ganze Rennen hier ohne Kehrs fahren muss. Kann ja auch passieren. Normalerweise wird es irgendwann gefixt. Na, ich bezweifle so ein bisschen, aber das Rennen hier ist nicht normal. Ich muss mit allem rechnen.
So, da vorne fährt irgendwas rum. Das müsste eigentlich der Kimi sein. Oder ein Überrundeter, aber... Ich kann mir kaum vorstellen, dass ich schon jemanden überrunde. Es ist mal ganz angenehm, es ist sehr ruhig. Ja, die ersten beiden sind jetzt Startziel. Die haben einen riesen Vorsprung. Die haben riesen Vorsprung, was also ich jetzt gesehen habe. Die fahren in eine eigene Liga. Der Vettel, der kommt auch noch ungefähr hinterher. Und dann kommen Räikkönen und ich, aber da ist schon dicker Abstand. Die fahren ja jetzt nach der Hälfte des Rennens schon fast auf Qualifying-Niveau. Oder ist es sogar Qualifying-Niveau? Ne, es war 48, ne? Ja, also es ist nicht viel Unterschied. Ich glaube, ich hole den ein bisschen ein vor. Und der Weber kommt auch näher. Also die haben mindestens 15 bis 20 Sekunden Vorsprung, die zwei. Das ist Wahnsinn. Ich habe das ja am Anfang schon gesehen, erste Runde, nur wie die abgingen. Also ab der ersten langen Geraden habe ich sie nicht mehr gesehen. Immer so mittel. Mit dem Mr. Alonso mal sein Setup geben sollen. Ja, jetzt ist Kias wieder da. Das ja dann ab nächster Saison erst heißen wird. Also ohne dem K? Ja. Warum das? Gute Frage. Das liegt, ich glaube, daran, dass es jetzt irgendwie anders funktioniert wie den Turbo. Weil es jetzt auch zwei Elektromotoren sind. Ich glaube, das wird anders gespeist. Also in dieser Saison mit dem Kinetic. Dass es, glaube ich, deswegen wegfällt. Mit Vorsicht zu genießen. Ich glaube, ich komme jetzt ein bisschen besser rein hier. Aber naja, gut, der Weber ist auch nicht langsam. Das bleibt gleich. Also das ist dann schon teilweise erschreckend, wenn man jetzt wieder sieht, was die da vorne für Zeiten fahren. Also die da bieten sich gegenseitig. Die geben auf jeden Fall nicht nach. So, Kimi. Bin erstmal vorbei an dem, aber es ist natürlich die Frage jetzt hier hoch, ob der das dann nutzen kann. So, ich muss jetzt mal gucken, dass ich auf Fett fahre, zumindest die Stelle, dass der mir nicht nachkommt. Wir müssen Kers einsetzen hier. Ja, das war ja nur temporär. Ich habe gerade oben die Gerade hoch. Ich habe den Kimi nämlich auf Stand und Ziel überholt und für die lange Gerade nach der Rouge hätte er ja dann DRS bekommen müssen, oder hatte er. Und da habe ich dann versucht, auf Fett zu stellen, kurzzeitig. Dass ich mich noch so ein bisschen wegdistanzieren kann. Ja, ich bin jetzt schon auf Optimal, obwohl ich nur den Start mit Fett gefahren habe. Das ist echt ärgerlich. Da glaubst du, die haben das gefixt, weil es in Ungarn ja so aussah. Und nichts war. Haben wir sie zu früh gelobt. So, wird nicht mehr lang dauern, dann werden die mich überrunden. Burschen. Mal schon den Hamilton aufhalten, dass der Alonso da vorbeigehen kann. So, die im Massa-Modus unterwegs, ne? Na klar! So, wie viel habe ich denn jetzt Abstand? Vettel ist auf 3. Mal gucken, was er jetzt gleich für eine Zahl aufleuchtet. Vor allem muss ich gucken, wann ich hier wieder rein muss. Ich habe ja eben vorgezogen. Zwölf. Ja, 15 bis 20 vor Vettel fährt dann der Rest. Im Schützenfest. Was mir Gott sei Dank jetzt hilft, ist natürlich, dass das Auto leichter wird. Und auch, dass die Strecke jetzt wirklich sehr, sehr viel Gummi schon hat. Also wie das am Anfang war, das Auto gerutscht ist, das war echt abenteuerlich. Ja, der Kimi kann es nicht halten jetzt gerade, aber ist klar. Reifen alt, weil er einen Stopp weniger macht.
Und das habe ich dann mal gleich genutzt. Bin vorbeigegangen und ich glaube, Weber tut sich ein bisschen schwer. Da hinten hat er jetzt auch überholt. Also der hat jetzt keine Faxen gemacht. Hat jetzt da oben sein DRS ausgefahren. War nicht so weit raus da. Uhuhuhu, das kann auch schief gehen. So, Runde 12. So, gerade Halbzeit vorbei. Jetzt merke ich auf jeden Fall schon, dass die Reifen nachlassen. Und jetzt habe ich Freund Weber eingeladen. Ich kann ja jetzt nicht reinfahren. Das ist ein Desaster, wenn ich jetzt reinfahren würde. Ich kann ja nie im Leben 10 Runden mit den Weißen fahren, mit dem Medium. Na, es wird eng. Zeig mir einen Vogel. Ich bin jetzt 8 Runden mit denen hier unterwegs und die brechen jetzt ein. So. Ja, jetzt kommt das gleiche Problem wie eben. Jetzt muss ich nämlich schauen, dass ich den da loswerde. Hier hoch. So, gleiches Prozedere. Ich glaube, das wird mir nicht viel bringen. Also der ist jetzt schon dicht dran. Na, der kommt da hinten. Ja. So, bin überrundet. Ich guck jetzt mal, vielleicht kann ich ein bisschen dranbleiben sogar. Ja, lustig. Komm schon, Alonso, du kriegst den Hamilton schon noch. Mich mal interessiert, wie die Strategie bei denen aussieht, ob die auch gleich reingefahren sind oder ähnlich. Gott, ich könnte jetzt den Alonso zurück überholen. Na toll. Wie ist der langsam, oder was? Ja, auf der Geraden halt Windschatten. Das macht Sinn, ja. Gehen beide jetzt rein. Okay. Ich komme jetzt gerade erstmal Messung 2. Sektor in die Kurve. Also 15 Sekunden auf Vettel. Also wenn mich nicht alles täuscht, müssten die jetzt mit Hart durchfahren. Auch Vettel ist in der Box. Mhm. Nee, das machen die dann. Und dann sind die aber lang gefahren. Oder sie haben eben schon eben mal gewechselt. Das kann sein. Er muss eigentlich fast was bedeuten, ich wäre vorne gewesen, was ja nicht der Fall war. So, da vorne ist Vettel, da hat sich nichts geändert. Ich bin nach wie vor Vierter. Benzin, wie sieht's aus? Minus eine Runde, das heißt, ich muss gleich mal Benzin sparen. Und die Frage, wann? Am besten, wenn ich in die Box fahre. Was aber nicht der Fall ist. So, diesmal habe ich keinen Angriff zu befürchten. Diesmal ist mir viel zu weit weg, der Weber hinter mir. Muss auch zugeben, ich bin vorher nicht so blöd gefahren in der Runde vorher. Alter Schwede, ich fahre wie so ein... Wer ist denn momentan der Schlechteste in der Formel 1? So Eriksen-Style fahre ich. Ja, bei denen ist halt immer schwierig zu sagen, was jetzt wirklich vom Fahrer ist und was das Auto ist, ne? Ja, stimmt auch wieder. Oder Sutil. Sutil, ja. Der Sauber hat halt das Problem in der realen Formel 1 momentan, dass das Auto aufgrund des Motors, weil der Ferrari-Motor sehr schwer ist, auch Übergewicht hat. Und Sutil ist auch ein relativ schwerer Fahrer, ich glaube einer der schwersten sowieso. Und darum leidet der natürlich dann. Weil der so riesig ist, oder? Ja. Meine Gutierrez, sein Teamkollege, der ist auch groß. Aber der wiegt, glaube ich, 10 bis 15 Kilo weniger. Und das in Welten, was natürlich dann da eingespart wird. Was das wirklich einfach Peak mitschleppt. Ich sehe Peak, der war in der Box. Licht am Ende des Barney-Tunnels. Alter Schwede, ich bin da voll nah dran gerade. Highlight des Rennens.
Komm schon, den muss ich jetzt überholen, weil ich muss eh nur einmal in die Box, dann ist die Sache eh schon wieder gegessen. Aber wenigstens einmal kurz nicht letzter sein. Komm schon, Ferrari, zieh! Es ist geil, wie jetzt der Galgenhumor um sich greift. Also die Ansprüche, ne? Vor ein paar Rennen noch auf Sieg unterwegs. Und jetzt, Oh, wie mich mein Mechaniker anfeuert. Pushen, 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 sagt er. Ja, und jetzt sind wir heute Duell gegen die Übermacht der Formel 1, Charles Peak. Na, der fährt echt gut. Oder ich einfach nur genauso scheiße. Ich enthalte mich. Ich nehme Zweiteres. Aber jetzt dann in der langen Geraden, wenn ich dranbleibe und keinen Fehler mache, da kassiere ich ihn dann. Kannst du gegen ihn kämpfen oder musst du nochmal rein? Nee, ich muss nochmal rein. So, jetzt bleib da, Bursche. Alter, zieht der weg, der Ketterhem. So, jetzt aber. Windschatten pur, wuhu! Überholt. Wo hast du ihn kassiert? Ja, Mann. Schau mal, wie weit der Bianchi vorne ist. Ich glaube, der ist über... Über sieben Berge ist der schon. So, ich darf jetzt gleich reinfahren. Ja, ich vergesse es nicht. Du Eumel, meinst du mal, warum ich hier so rumrutsche? Van der Garde, 14 Sekunden. Wo bist denn du jetzt? Stand und Ziel, oder was? Jo. Na, ich komme jetzt auf die letzte Schikane zu. Du musst aber auch noch einmal stoppen, ja, oder? Ja. Was ich jetzt absolvieren werde, ich hoffe, ich treffe die Boxen einfach jetzt besser. Als eben, das war ja eben eine Katastrophe, wie ich hier durch bin. Ja, diesmal passt es. Na, das hat sich eben auch dann eben reingereiht. Auf der Strecke scheiße, Boxeneinfahrt scheiße. So, Jungs. Ja, sie geben mir die Medium, also wie es angedacht war. Da hat es nicht jetzt geschadet, dass ich da eben geswitcht habe oder früher reingekommen bin. Ja, Platz 5 zurzeit. Da haben wir nämlich Grosjean schon. Der müsste jetzt vor mir sein. Und den muss ich, glaube ich, jetzt überholen dann. Da ist er. Der dürfte jetzt eigentlich durchfahren, so wie ich den kenne. Was ist das für einer hier? Ach, du dickes Ei, wer war? Ja, der hat's genutzt. Der fährt jetzt auf den Hart. Und der war eine Runde vorher drin. Ist vorbei an dir? Ja. Ich hoffe, ich kriege jetzt hier DRS oder sonst irgendwas. Ja. Ja auch, nee. Warum in aller Herrgottsnamen ist der so schnell? Auf der Geraden. Red Bull getrunken. Wahrscheinlich. Oh nein, Reifen stehen. Nein, 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 nein. Oh. Kann die grüne Übermacht wieder kontern? Fast. Ich kann kaum wegfahren von dem, so scheiße für euch. Barney, wir können dir nicht noch ein besseres Auto zimmern. Du kannst höchstens noch Red Bull fahren. Ich brauche irgendwas noch Besseres, glaube ich. Oder einfach so ein Cheat, dass ich innerhalb der Strecke bleibe. Wir können ja auch Schienenfahrzeuge für dich, boah, das wär ins Spiel machen. So eine Schiene für die Ideallinie, das wäre überragend. So einen ICE ins Spiel integrieren mit Schiene. So, den da bräuchte ich jetzt mal. Weil der muss weg, damit ich die Reifen nutzen kann. Boah, ich hab Bianchi überholt, Alter. Ich muss gucken. Ich muss jetzt hier erstmal... Ja, defensiv geht nicht. Also ich muss jetzt erstmal volles Rohr weiterfahren und dann am Ende sparen, wenn ich meine, ich kann das. Komm schon, Alonso. Naja, der ist zu weit weg. Viel zu weit weg, hat in der Eau Rouge überrundet, das war natürlich jetzt nichts. Hamilton freut sich. So, wie sieht's denn aus hier? Ja, nach wie vor minus 1, das sieht immer so bedrohlich aus, diese rote Unterlegung. Genau wie die schöne rote Unterlegung meines nicht funktionierenden Körs eben. Naja, Platz 4 wäre absolut ein Gewinn, wenn ich das hier ins Ziel fahren könnte. Ich hoffe nur, dass der Alonso den Hamilton irgendwie noch kassiert, aber anscheinend hat der Mercedes so eine überragende Topspeed, dass der Alonso kann zwar immer angreifen, aber es reicht dann immer um ein Stückchen nicht. Also das Ding müsste noch 50 Meter länger sein. Und jetzt fliege ich wieder ab. Wo ist Peak? Ah, vorbei und Bianchi auch. Wo kam der auf einmal her? Der war in der Box.
So. Na, ich fahr jetzt in die Box. Mach meine Ruhe. Komm, schnapp sie dir mit neuen Reifen. Das schaffe ich nicht, da habe ich ja 20 Sekunden Rückstand auf 5 Runden, wird schwierig. Ganz, es gibt nichts. Jetzt greift der Pik hier den Bianchi an, kommt nicht ganz vorbei. Und ist irgendwas Böses gerade unten unterwegs. Oh, was geht denn da ab? Ich höre hier nur gerade Sirenen ohne Ende unten auf der Straße. Bei euch zu Hause? Ja, unten die Hauptstraße. Uiuiui. Ich wollte gerade sagen, fahrt mal weiter, ich höre mein eigenes Auto nicht mehr. So, musst du jetzt nochmal stoppen oder warst du schon? Ich war schon. Dürftest du mich eigentlich auch gleich kassieren, oder? Vielleicht. Ich fahr jetzt Box gerade raus. Ja, dann ich komme erst Start und Ziel. Also vor Baumi möchte ich eigentlich schon gern bleiben. Oh, da kommt er schon. Uiuiui, gib Gas! Verzweiflung. Alter Schwede, ist das beschissen? Ist das Rennen beschissen? Übrigens, sorry an der Stelle nochmal für alle, die noch zugucken. Ihr seht das Ganze jetzt ein bisschen versetzt wegen dem Kurztrip von mir in Köln. Haben wir es nicht ganz pünktlich geschafft zum Wochenende, aber wir versuchen das natürlich letztendlich wieder auf gewohnte Zeiten zu bekommen. Genau. Man könnte jetzt auch gehässig sein und sagen, der Barney wollte euch halt dieses Schandding hier unterschlagen. So lange wie möglich rauszögern. So, 17 Sekunden habe ich Rückstand auf Vettel. Ist ein bisschen viel, um ehrlich zu sein. Das ist wahr. Ist denn der Webber immer noch hinter mir? Scheint so. Der einfach nicht locker lässt. Wann soll ich Benzin sparen? Muss ich gleich machen. Bist du noch bei minus 1? Ja. Ich bin jetzt auf dem Trichter unterwegs, wo ich mir denke, sollen mir die Reifen noch passen? Wäre es nicht so geil, jetzt Benzin zu sparen. Ja, minus eine Runde. Also wenn dann irgendwann gleich minus zwei Runden da steht, dann müsste ich mir Gedanken machen. Dann wird's knapp. So, ich komme jetzt auf die letzte Schikane. Da fahre ich gerade durch. Ich habe ein Curse-Management auf der Strecke, dass alles zu spät ist. Ich muss mich immer bemühen, nicht am Anfang so viel zu verkloppen. Ich hole ein bisschen Aufruhr auf Vettel, aber das wird dem Leben nicht reichen. Wir haben jetzt noch 4 Runden, da müsste ich ja 4 Sekunden pro Runde aufholen, um die 16 da überhaupt mal erstmal zuzufahren. Und dann müsste ich noch vorbei. Und du musst noch eine Runde auch vorsichtig fahren, oder? Genau. Mager. So, ich sehe ihn aber noch nicht. Vorhin habe ich gerade was Rotes am Horizont gesehen. Das war bestimmt ich. Oder die Sonne. Die ist nicht rot. Stimmt, die ist gelb. Die wäre mit Sicherheit in Abu Dhabi jetzt zu dem Zeitpunkt rot. In der Dämmerung. Das stimmt. Hat da qualmt und quietscht mal wieder. So, gehen wir das mal an. So, da hinten ist schon der bedrohliche gelbe Punkt. Eines Weber. Vorne ist der bedrohliche Punkt. Hans, ich muss Angst haben, dass du mich abschießt, oder was? Mhm. Auf Unfähigkeit heraus. Ja. Ich bin nämlich auch schwer am Aufholen, hab nur noch 8 Sekunden auf Bianchi. Schnapp ihn dir. Ey, vielleicht wird es noch was. Tja, wenn du Glück hast. So, Optimum. Also ich kann wieder. Oh shit, jetzt bleibt mir hier die Reifen stehen in dieser scheiß Schikane. Ich hab das permanent in dieser Senkenkurve. Dieser Rechtskurve bergab. Ende erster Sektor nach der Schikane. Mhm. Barney auf voller Rille. Habt ihr gerade gehört, wie das hochbeschleunigt hat? Das Kreischen der 18.000 Umdrehungen des armen Ferrari-Motors da vorne. Ja, der wird richtig geschunden heute. So, da vorne fährt er. Demnächst wird er dann die Männlein mit den blauen Flaggen erblicken.
Ich gehe davon aus. Alles andere wird mich äußerst wundern. Das ist halt immer im Rennen, je länger du fährst, umso sicherer wirst du dann. Ja, wie gesagt, ich müsste halt vielleicht mal trainieren. Aber zeitlich halt auch nicht so einfach. Das ist es. Also, da muss ich aufpassen, da bin ich ja fast eben schon mal rausgeflogen, weil ich zu schnell war. Schmeißt er mir noch irgendwelchen Kies ins Gesicht. Friss! Friss Kies! Aber du fährst eigentlich gar nicht mal so schlecht, würde ich jetzt mal sagen. Am Anfang vom Rennen die Beschreibung mit mehr Offroad hier als auf der Strecke, kann ich jetzt nicht sagen. Ich dürfte jetzt mit Abstand meine schnellste Rennrunde gewesen sein. Boah, quer durch hier. Schön, als Rallye-Auto. Aber wenigstens die gute Runde noch zu Ende fahren. So, jetzt darfst du vorbei. Das ist sehr nett. Ich würde dir gerne hupen, wenn ich eine hätte. So, wer war denn da vorne? Das sind meine Gegners. Ach so. Überrund die mal, dass die... Vor allem, Hauptsache, jetzt hast du DRS wahrscheinlich von mir hier oben, darfst nicht vorbei. Und ich kann doch nicht auf Fett fahren, weil das gibt mein Auto nicht mehr her. Ich bin aber übertrieben schnell. Ja gut. Ich lass dich wieder vorbei innen. Ich denke mal, so hat es nicht allzu viel gekostet. Naja, dein Platz ist doch safe, oder? Ja, ja, nee, ich meine für dich. Hat es nicht so viel gekostet. Für mich geht es ja eigentlich um nichts mehr. Ich muss nur gucken, dass der Weber mich nicht kassiert, aber ich glaube, der ist weit genug weg. Überrund die davon mal, dass die abbremsen müssen. Ja. Ich werde sie im Stil eines amerikanischen Polizisten in der Verfolgungsjagd abdrängen. So will ich das hören. Von da sind noch, glaube ich, beide Marasha. Ja, und davor der Peak, glaube ich. Ja. Also ich meine, es ist sehr möglich, dass der mich vorbeilassen will, aber außen ist halt immer so eine Sache. Ja, und jetzt wird er nämlich gleich noch einen Platz verlieren. Njong, weil da kommt nämlich ein Ferrari. Ich will das sehen, ich will das sehen, ich will das sehen. Oh Gott, da hinten. Was regelwidriges Überholmanöver? Ja, du warst ein bisschen neben. Ich weiß natürlich nicht, ob du die weiße Linie überfahren hast, als du in den Fall bist. Ja, ich musste ja ausweichen, sonst hätte ich ihn abgeschossen, ey. Ich habe das gesehen. Ich habe versucht, nach hinten zu gucken, aber das ging anhand der Kurve nicht dauerhaft. Sonst wäre ich da sonst in die Pampa gefahren. War das lustig. Noch voll die Fights hier, ey. So, Benzin ist optimal. Also wollen die Zuschauer das doch sehen. Ja. Wenn es am Ende dann noch ein bisschen was geht. Gegen Marasha kämpfen. Wenigstens zwei Kämpfe, ist ja egal mit wem. Macht echt Spaß. Vielleicht hast du neue Freunde gefunden. Ich mag die Freunde aber nicht. Ich glaube auch. So, wer bist du? Du kannst nicht Vettel sein. Das würde mich wahnsinnig wundern. Es sei denn, der hat wieder 10 Sekunden beim Runden verloren. Mein Arsch tut weh, ey. Da kann ich jetzt nicht das Ganze bestätigen. So, Pete, komm her, du, dich krieg ich auch noch. Beide mal Rusher easy auf der langen Gerade mit DRS kassiert. Beeil dich, hier vorne ist noch Van der Rade. Echt? Ja. Alter. Jetzt mach das auf der geraden Platz, der steht hier fast. Vielleicht kassierst du noch. Das wäre ein Ding. Oh, jetzt komme ich hier ein bisschen weit raus. Ah, oh, Pete, komm her, Windschatten regelt. Jawohl. Also da sieht man einfach mal den Leistungsunterschied. Oh. Den Leistungsunterschied des Autos, nicht des Fahrers. Ja. Zumindest nicht in diesem Rennen. So, ja, für mich war es jetzt nicht unbedingt so die monstermäßige Spannung. Weil ich eigentlich nicht so viele Autos gesehen habe. Alonso gewinnt tatsächlich. Ja, Mann! Ja, das würde ich mal sagen, ist ein kleiner Meilenstein für ihn. Was die WM angeht. Jetzt wieder 25 Punkte. Da ist der Van der Kopf. Und ich krieg den immer.
Ich komme hier nahezu hinter dem ins Ziel, Mann. So. Scheiße. Platz 4. Wenigstens habe ich die schnellste Runde noch hingeklatscht. So im Sebastian Vettel-Gedächtnismodus. Oh, tut mir leid, Sutil, dass ich dich rausgehauen habe. So, da ist er. DNF. Did not finish. Because of a red car driven by Barney. Nee, war einfach wirklich sorry. War einfach schlechte Tagesform. Und kam einfach noch alles dazu. Keine Ahnung. War einfach dunkler als rabenschwarzer Tag. Und Rosberg holt auch keine Punkte mehr. Waren sie die schnell gefahren in der schnellsten Runde? Aber der hat es nicht mehr gebacken bekommen. Platz 11. Na, Gutierrez holt einen Punkt. Also für Sauber 3 Stück. Hülkenberg 9. Die Lotus, Grosjean 8. Kimi 6. Also nicht so die große Aufholjagd, wie ich die ja eigentlich vorausgeahnt hatte. Aber ich denke mal, das passt. Die sind das auch nicht so schnell gefahren aufgrund der anderen Strategie, klar. Hauptsache, mein Fernando hat Platz 1 geholt. Und guck mal, wie knapp das ist. Eine halbe Sekunde haben die Unterschied gehabt. Und dann Vettel, 7 Sekunden dahinter. Der konnte auch wirklich das Ganze noch halten. Hat wahrscheinlich profitiert, dass die sich halt immer wirklich gegenseitig überholt haben wahrscheinlich. Und das ist dann einfach zu viel bei mir. 19 Sekunden. Also wenn man aufs Qualifying guckt, dann ist es enttäuschend. Hätte ich eigentlich gedacht, dass ich da mehr mitkomme. Aber keine Ahnung, was mich da am Anfang geritten hat. Da habe ich ja so viel verloren und auch wieder Fehler gemacht. Und ich glaube, ich muss auch an den ersten Runden arbeiten. Das hat man ja schon in Ungarn gesehen. Mit den vielen Fehlern. Also es waren heute auch nicht wenig. Also ich glaube, eine Hand so reicht so gerade noch, um die Fehler heute aufzuzählen. Aber Gott sei Dank ohne Wand. Natürlich der eine Verbremser, als ich dann wieder auf die Strecke zurückkam und die beiden Toro Rosso so ein bisschen gestört habe. Naja, jetzt haben wir Monza in einer Woche dann in Italien Hochgeschwindigkeitskurs. Ich denke mal 340, 350 werden wir da schon auf den Geraden sehen. Und ja, wenn man Barney heißt und ein desaströses Rennen in Belgien fährt, heißt es nicht, dass man komplett unten durch ist. Wenn man in Monza gewinnt, in einem roten Auto, dann ist man, glaube ich, auf Lebenszeit Held für die Tifosi. Also, da geht's dann weiter. Das wird nicht so einfach, aber ich nehme mir natürlich wieder vor, als demnächst ja auch wieder bessere Positionen zu erreichen und auch natürlich vor allem euch Zuschauern wieder schöne Fights auch mit angemessenen Gegnern letztendlich zu präsentieren. Ich hoffe mal, dass das dann, wie gesagt, nächste Woche in Monza wieder funktioniert. An sich eine Strecke, die ich ja sektorenabhängig mag oder auch nicht mag. Also der Mittelsektor ist Vollkatastrophe, den mag ich überhaupt nicht. Und wie man auch weiß, war ich in der ersten Saison im Lotus ja auch der Abkürzkönig in Monza. Also auch da muss ich ganz arg aufpassen, ist eben dieser blöde Mittelsektor. Ich hoffe mal, dass das nächste Woche besser funktioniert. Ich lasse es auf mich zukommen. Ich hoffe an sich auch, dass ihr trotzdem ja Spaß hattet bei diesem Rennwochenende hier in Belgien. Das Ganze mitzuverfolgen. Baumi hat ja immerhin einen sehr, sehr ordentlichen 4. Platz geholt und jo, kämpft sich weiter nach oben in der WM-Tabelle und ja, ich werde langsam oder ich verliere langsam, aber sicher da ein bisschen den Anschluss. Ja, hoffe, dass das vielleicht in den zukünftigen Rennen wieder alles ein bisschen enger wird. Müssen wir mal gucken, aber von meiner Seite danke fürs Zuschauen und bis nächsten Samstag. Genau, freue mich auch, dass ihr dabei wart und wir hoffen, dass wir auch in der nächsten Woche dann in Monza wieder ein schönes Rennen, schönes Qualifying für euch liefern können. Ihr seht gleich noch eine Jubelanimation nicht, weil ist keiner von uns in der Nähe des Treppchens. Und dann wahrscheinlich am Ende noch genau die Standings, die ihr dann noch sehen könnt. Wie es aussieht in der Fahrer-WM, in der Konstrukteurs-WM vor dem 12. Lauf dann in Monza. Macht's gut! Okay, gucken wir mal drauf, wie es ausschaut nach diesem Schnapszahl-Wochenende in Spa-Francorchamps. 11. Lauf, damit beendet. Natürlich die beiden Gewinner dieses Rennens sind der Spanier Fernando Alonso und Lewis Hamilton im Mercedes. Die haben die meisten Punkte gemacht. Und das sind jetzt schon mittlerweile 44 Punkte, die der Alonso auf mich Vorsprung hat. Dann Vettel, der einen Platz gewinnt, Platz 4, 102 Punkte. Auch Webber, also beide Red Bull-Piloten heute ein ganz gutes Rennen gefahren. Wer wirklich mittlerweile abliefern muss, und ich denke mal, das weiß er selber, der Barney, ne? Der steht jetzt schon seit Ewigkeiten auf den 92 Punkten. Und wenn er da nicht aufpasst, dann ist der Zug abgefahren. Das sah ja so gut aus. Der hatte 50 Punkte nach den ersten beiden Rennen. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Und dann 42 in den folgenden 9. Also da ist schon wirklich ein Trend zu erkennen. Mal schauen, wie es dann im Monza aussieht. Die Strecke liegt ihm ja eigentlich. Und ja, kommen wir mal auf die Teams gucken. Ferrari
und Mercedes müssen sich jetzt langsam aber sicher auch wieder mit Red Bull auseinandersetzen. 199 Punkte sind 50. Du kannst natürlich mit den Teams mehr Punkte aufholen, als du das als einzelner Fahrer kannst. Tja, und wir stehen auf der 5 mit 182. Also es schiebt sich alles sehr schön zusammen. Ich muss einfach auch hoffen, dass der Button weiterhin so fleißig punktet. Nee, ich freue mich drauf. Monza ist eine tolle Strecke. Das ist wirklich Vollspeed. Und die Fans sind, glaube ich, die Besten in der ganzen Saison. Die Italiener, die Verrückten. Wollen wir mal schauen, wie es da läuft. Und bedanke mich fürs Zugucken. Bis nächstes Mal.